von den Themen auch, die in der Zeit von Umar wichtig waren, das war, barakallahu fikum, das Hijri-Kalender. Das wird Kalender nach der Hijra. Und zwar, es gibt zwei Versionen. Einmal, barakallahu fikum, das Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari war der Provinzleiter von Al-Bahrain dort. Der hat Umar Briefe geschickt und die wurden datiert, Datum, mit barakallahu fikum, christlichen, nach Christus datiert. Das wird das nach Sonnenjahr sozusagen, was bekannt war. Dann hat Umar das gesehen, der hat gesagt, wieso übernehmen wir das von Ihnen? Warum haben wir nicht unser eigenes Datum? Das ist eine Version. Und das andere, dass Abu Musa al-Ash'ari Umar geschrieben hat, wenn ihr uns was schreibt, dann gibt es kein Datum. Und dann wissen wir nicht, was früher, was danach ist. Dann hat Umar die Sahaba gesammelt und er hat sie gefragt, was denkt ihr, wenn wir jetzt einen Kalender machen? Dann haben einige gesagt, wir machen das nach der Botschaft. Das bedeutet, wann die Botschaft des Islam angefangen hat. Und andere haben gesagt, nein, wir machen das nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt ja Umar, die Auswanderung, weil durch die Auswanderung hat Allah subhanahu wa ta'ala getrennt zwischen Haq und Batil, zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Und dann hat man gesagt, ja, okay, wir machen das mit Al-Hijra, aber wann fängt das Jahr an? Einige haben gesagt, lasst uns das in Ramadan anfangen. Andere haben gesagt, nein, lasst uns das in Muharram anfangen. Und das war bekannt, diese Barakallahu fikum Monate. Und so hat das angefangen, dass man nach Hijra datiert und nicht mehr, Barakallahu fikum, nach Mond und nicht mehr nach Sonnenkalender. Wallahu ta'ala ala wa'ala.